Jetzt haben wir eine sehr spannende Sitzung. Sie heißt Fragen und Antworten. Also, gibt es irgendwelche Fragen? Barbara, du hast erwähnt, dass wir jeden Tag duschen müssen. Meiner Erfahrung nach habe ich trockene Haut, wenn ich jeden Tag dusche. Meinst du damit, ob ich mit oder ohne Seife dusche? Gute Frage, mit oder ohne Seife. Ich denke, wenn man Seife benutzt, sollte man sie nur auf die Stellen auftragen, die sie am ehesten brauchen, wie zum Beispiel die Achselhöhlen. Wenn ich morgens nach dem Sport schwimme, vor allem wenn ich stark schwitze, gehe ich einfach ins Wasser und schrubbe mich. Ich nehme keine Seife mit in den Bach. Ich glaube also nicht, dass ich jemals meine Arme oder meinen Körper einseife. Wasser reicht aus. Es sei denn, ich habe Dreck, weil ich im Bach war. Verzeihung, ich meinte, vom Gärtnern. Also ja, es wäre angebracht, Seife äußerlich zu verwenden, aber wenn man bei jeder Dusche den ganzen Körper einseift, wird die Haut sehr trocken. Also nur an den nötigsten Stellen einseifen. Barbara, Seife entzieht der Haut auch das Vitamin D, das durch den Aufenthalt in der Sonne gebildet wird. Ja, das stimmt. Wenn man in der Sonne war, braucht Vitamin D zwei Stunden, um sich in der Haut zu entwickeln. Wenn Sie also duschen und Ihren Körper mit Seife abwaschen, werden Sie Ihr Vitamin D nicht nutzen, denn die Sonnenstrahlen treffen auf Ihre Haut und wandeln eine Form von Cholesterin direkt unter der Haut in Vitamin D um. Sie brauchen also diese Öle. Und du? Barbara. Wenn du den ganzen Tag draußen bist und dich im Garten betätigst, brauchst du dann mehr Bewegung? Müssen sie sich im Garten bewegen? Nun, das Wichtigste bei der Bewegung ist, dass sie erhob ist. Erhob bedeutet, dass das Herz in Schwung kommt. Und wenn sie zum Beispiel tief im Garten graben, werden sie das wahrscheinlich tun. Aber wenn sie sich im Garten nur bücken, Unkraut jäten und nichts Erobes machen, dann müssen Sie an diesen Tagen vielleicht Aerobik machen. Ja. Barbara, Sie haben uns von Schimmelpilzen erzählt und erklärt, dass eine der Möglichkeiten, sie loszuwerden, darin besteht, sie auszuhungern. Aber wie sieht es mit Aktivkohle aus? Können wir Holzkohle verwenden, um Schimmel aus unserem Körper zu entfernen? Können wir Holzkohle verwenden, um Schimmel aus unserem Körper zu entfernen? Nun, Holzkohle reinigt nur das, was sie berührt. Sie erreicht also wirklich nur den Magen-Darm-Trakt. Die Kräuter, die ich erwähnt habe, gehen dagegen ins Blut und ins Gewebe. Werden Sie das? Barbara, wenn es zwei Stunden dauert, bis Vitamin D in die Haut gelangt, was würde dann passieren, wenn man Sonnencreme aufträgt? Wäre das ratsam? Nein. Ich empfehle kein Sonnenschutzmittel. Die Strahlen, die auf die Haut treffen und in Vitamin, die umgewandelt werden, sind UVB-Strahlen. UVB-Strahlen, ultraviolette B-Strahlen und Sonnenschutzmittel blockieren alle UVB-Strahlen. Ich persönlich benutze nie Sonnenschutzmittel. Wenn ich mich für längere Zeit in der Sonne aufhalte, trage ich einen großen Hut und ein langärmeliges Hemd. Idealerweise sollte man also etwas anderes als Sonnenschutzmittel verwenden. Denn lesen Sie das Etikett auf der Sonnenschutzmittelpackung. Da sind eine Menge Chemikalien drin. Und was steht dort? Je größer der Name, desto gefährlicher oder giftiger ist es. Und auch hier ist es nicht schwer, bei Safari oder Google diese Namen einzugeben und genau herauszufinden, worum es sich dabei handelt. Barbara, wir sollten Babys täglich baden, oder? Ja, ein tägliches Bad für kleine Babys, unbedingt. Das ist eine wunderbare Hydrotherapiebehandlung. Babys schlafen in der Regel nach einem Bad gut, weil unser Körper dabei Abfallstoffe ausspült. Ob wir uns nun anstrengen oder nicht, wir scheiden jeden Tag Abfallstoffe aus. Stimmt das? Barbara, wie viel Salz verwenden Sie in Ihren Mahlzeiten? Verwenden Sie reichlich Salz? Ich verwende reichlich Salz. Ich liebe Salz. Es bringt den Geschmack des Essens zur Geltung und die Bibel spricht davon, Salz zu verwenden. Barbara, ich habe schon von Salz gehört, nicht dass ich darüber nachdenke, das ist nur eine Bemerkung. Es gibt tatsächlich das Argument, dass Salz eigentlich aus Stein kommt und deshalb nicht verdaulich ist. Und auch, dass es im Boden sein sollte, weil die Pflanzen, die wir essen, diese Mineralien aufnehmen und wir sie durch das Essen der Pflanzen bekommen. Wenn wir also sagen, dass das Salz im Boden sein sollte, meinen wir die Mineralien. Deshalb ist es gut, den Garten wegen der Mineralien einmal im Monat mit Meerwasser zu gießen. In Australien kann man Meersalz oder Maxicrop kaufen, das sind ziemlich riechende Flüssigkeiten, die aber eigentlich nur aus zersetztem Seetang bestehen, der unglaublich reich an Mineralien ist. Es geht also nur um Mineralien. Wenn man Hülsenfrüchte kocht und kein Salz hinzufügt, sind sie nicht genießbar. Und wenn man zu viel Salz hinzufügt, ist es auch nicht gut. Also kann man es natürlich auch übertreiben. Aber man kann es auch vermeiden. Der schlechte Ruf kommt vom Natriumchlorid, das, wie Sie sehen werden, wenn ich über Salz spreche, 92 Mineralien im Meerwasser enthält. 30% davon sind Natrium, 50% sind Chlorid. Dies sind die ersten Kristalle, die sich bilden wenn das Meerwasser verdunstet. Dann werden sie gesammelt und verwendet, aber es sind sehr harte Mineralien. Wenn man Natriumchlorid direkt in den Blutkreislauf injizieren würde, würde der Mensch sterben. Und Natriumchlorid ist so stark, dass es die Geschmacksknospen abtötet. Deshalb essen Menschen, die viel Natriumchlorid zu sich nehmen. Haben Sie das bemerkt? Sie streuen es über alles. Sie schmecken das Essen nicht einmal, bevor sie es auftragen. Das liegt daran, dass diese rauen, harten Mineralien die Geschmacksknospen abtöten. Gott hat Natriumchlorid zusammen mit all den anderen Mineralien in die Natur gegeben und sie gepuffert. Sie puffern die Härte des Natriumchlorids und sind daher in dieser ausgewogenen Form sehr bekömmlich. Wir können es also als keltisches Salz kaufen und wir können es als Himalaya Salz kaufen. Ja, Barbara, darf ich eine Bemerkung zu dem machen, was Sie gestern vorgestellt haben? Ja, natürlich können Sie das. Barbara, ich werde nur eine Erfahrung mit der Medizin teilen und was ich manchmal auf einer persönlichen Ebene getan habe. Ich habe um 2010 herum eine Tablette gegen Bluthochdruck bekommen. Im Jahr 2014 konnte ich mein Herz schlagen hören. Und 2015 musste ich am Herzen operiert werden, weil mein Herz vergrößert war. Und der Kardiologe, der leitende Kardiologe am Akademischen Krankenhaus von Absala, sagte mir, nachdem er sich über mein tägliches Leben erkündigt hatte, dass dieses Medikament die Ursache für die Vergrößerung meines Herzens war. Es gab viele Leute, die mir sagten, ich solle weitermachen und mich Gott nähern, aber damals wusste ich noch nicht viel. Und zu dieser Zeit war ich sehr entmutigt. Ich danke Ihnen für diese Geschichte. Aber beachten Sie, was unsere Schwester sagte. Sie wusste es nicht. Und genau deshalb ist es eine gute Idee. Egal, welchen Rat man Ihnen gibt, sagen Sie, danke für Ihren Rat, ich werde ihn ernsthaft in Betracht ziehen. Und man muss sich seine Optionen ansehen. Aber mir ist klar geworden, dass man uns von klein auf gesagt hat, dass der Arzt weiß, was das Beste ist und uns beraten wird. Nun, es gibt einige hervorragende Ärzte, daran besteht kein Zweifel. Ich habe einige gute Freunde, die Ärzte sind. Das Problem liegt in der Einstellung unserer Kultur, die sie so hoch schätzt, dass man nicht erwartet, dass sie sich irren. Es ist wie bei meiner Freundin, Ihr Bruder ist Chemiker und er nimmt keine Drogen und er ist Chemiker. Er sagt, nein, ich sehe, was Sie tun und ich weiß, was Sie tun. Deshalb ist es wichtig zu untersuchen, zu erkennen, dass es ein Problem gibt und herauszufinden, was man mit den körpereigenen Heilkräften tun kann, um das Problem tatsächlich zu überwinden. Wir sind Gottes Handarbeit, so hat Gott uns geschaffen. Ich habe festgestellt, dass die Menschen, denen ich helfe, meine größten Lehrmeister sind, denn ich sehe wunderbare Geschichten von Heilung. Und wenn Sie als medizinische Missionare vorwärts gehen, werden Sie sehen, wie mächtig Ihre Geschichten sein werden. Und in Offenbarung 12 heißt es, dass Sie überwunden haben durch das Blut des Lammes und das Wort Ihres Zeugnisses. Je mehr Sie dies also tun, desto mehr Geschichten werden Sie bekommen. Und diese Geschichten sind im Grunde genommen Illustrationen dafür, wie diese Dinge funktionieren. Es war eine sehr traurige Geschichte, als ich im Jahr 2004 in der Bronx arbeitete. Dort gab es eine Kirche mit 450 Mitgliedern. Und die Sängerin des Jugendchors hatte wahrscheinlich die schönste Stimme, sie war etwas übergewichtig. Sie sagte zu mir, ich habe ein vergrößertes Herz. Sie war 19 Jahre alt und nahm eine lange Liste von Medikamenten gegen ihr vergrößertes Herz ein. Ich überprüfte also ihre Krankengeschichte und fand heraus, dass ihre Menstruation ausblieb, als sie eine emotionale Krise durchmachte und man ihr ein experimentelles Medikament gab, das ihr Herz vergrößerte. Und jetzt nahm sie Medikamente für ihr vergrößertes Herz. Wow, das ist wirklich traurig. Mir ist auch aufgefallen, dass sie nicht gerne Wasser trinkt. Also sagte ich ihr, Du musst nicht ein ganzes Glas auf einmal trinken, du kannst es den ganzen Tag über trinken. Das ist der Punkt, an dem wir als Missionsärzte eingreifen müssen. Wenn das, was sie erklären, auf Widerstand stößt, dann finden sie heraus, wie sie es anders umsetzen können. Aber das Traurigste an dieser Geschichte ist, dass sie zwei Wochen später tot aufgefunden wurde. Sie war 19 Jahre alt und man erkannte, dass es die Medikamente waren, die sie getötet hatten. Eine sehr, sehr traurige Geschichte, eine sehr traurige Geschichte. Aber es sind Illustrationen, die zeigen, dass es nur einen Weg gibt, den der Himmel zur Heilung zulässt. Und das ist der Weg, auf dem die Heilungsprozesse des Körpers funktionieren. Es hat keinen Sinn, gegen sie anzugehen. Denken Sie also an Hebräer 10 Uhr und 35, darum verliert nicht euer Vertrauen. Denn es hat großen Lohn. Und ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, die die Erfahrung gemacht haben, dass es sich lohnt, im Einklang mit dem Körper zu arbeiten oder einfach darauf zu warten, dass der Körper heilt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja? Barbara, da wir vorhin über Salz gesprochen haben, was sind Ihre Erfahrungen mit Magnesiumöl? Meine Erfahrungen mit Magnesiumöl sind sehr positiv. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass Magnesiumöl, das örtlich auf die Körperoberfläche aufgetragen wird, wirksamer ist und effizienter aufgenommen wird als die orale Einnahme von Magnesium. Und beides kann zu einem bestimmten Zeitpunkt angewendet werden. Unsere Massagetherapeuten haben immer Magnesiumöl zur Hand. Denn Magnesium ist ein Muskelrelaxanz. Wenn Sie also verspannte Muskeln oder Krämpfe haben, kann Magnesiumöl sehr wirksam sein. Und für Menschen mit unruhigen Beinen empfehlen wir, ein heißes Bad mit Bittersalz zu nehmen. Und wenn das nicht möglich ist, kann man Magnesiumöl äußerlich auftragen. Barbara, lindert das die Schmerzen? Ja, das tut es. Denn Sie sollten wissen, dass Krämpfe in den Muskeln Schmerzen verursachen können. Wenn Sie also Krämpfe in den Muskeln haben, können Sie Magnesiumöl auftragen. Barbara, ich habe die Anwendung von Magnesiumöl selbst erlebt. Es ist wirklich wahr. Ja, es ist wahr. Deshalb ist es sehr gut, wenn jeder das selbst ausprobiert. Und dann wird man eine Erfahrung haben, von der man berichten kann. Barbara, wenn jemand unter dem Restless-Lex-Syndrom leidet, sollte er es tagsüber einnehmen, nachts oder wenn die Symptome auftreten. Idealerweise vor dem Schlafengehen, denn dann beginnt das Restless-Lex-Syndrom oft, also kurz vor dem Schlafengehen. Vergessen Sie nicht, warmes Bittersalz aufzutragen, denn zwei Dinge entspannen die Muskeln: feuchte Wärme und Magnesium. Auf diese Weise haben Sie beides zur Hand. Außerdem besuchte er ein Seminar von Dr. Neil Neddy, der vorschlug, die Beine zu trainieren. Wir müssen die Beine wirklich trainieren. Übungen, die besonders die Beine trainieren, sind Rebounding, Trampolinspringen, stationäres Radfahren und auch Schwimmen. Die Beine müssen also etwas Bewegung bekommen. Barbara, wie viel von diesem Magnesiumölspray verwenden Sie? Nun, ich denke, so viel, wie Sie sich wohl fühlen. Wenn man zu viel aufträgt, tropft es natürlich überall hin, aber man kann es auf jeden Fall einreiben, und man darf es wirklich nicht übertreiben. Barbara, am ganzen Körper oder nur an den Beinen. Nein, nur auf den Beinen. Ja, nur an der Stelle, wo man es spürt. Barbara, Einmal reicht und ich kann ins Bett gehen? Oft schon. Wenn man in der Nacht davon aufwacht, kann man es noch einmal auftragen. Ich hatte auch schon Frauen mit Menstruationsschmerzen, die Bauchkrämpfe hatten, Menschen mit Durchfall oder Muskelschmerzen, in diesen Fällen können sie es auf den Bauch auftragen, um die Krämpfe dort zu lösen. Ja? Barbara, was ist mit Wachstumsschmerzen? Nun, Wachstumsschmerzen sind ein bisschen anders. Wachstumsschmerzen können auch durch einen Zwergenknochen bedingt sein. Aber Sie können es auf jeden Fall mit Magnesiumöl gegen Wachstumsschmerzen versuchen. Barbara, ich hatte das Syndrom der unruhigen Beine und ich dachte, naja, ich habe viel Wasser getrunken. Vielleicht sollte ich Salz nehmen. Und das hat mir geholfen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und der Grund dafür, dass es Ihnen geholfen hat, ist, dass keltisches Salz drei Magnesiumsorten enthält. Es gibt Magnesiumchlorid, Magnesiumbromid und Magnesiumsulfat. Das ist also der Grund. Und Menschen mit dem Restless-Lex-Syndrom können diese Magnesiumsobstanzen aus dem Salz aufnehmen, noch bevor sie das Wasser trinken. Ja, Barbara, wenn Sie sagen, die Haut atmet, meinen Sie damit, dass sie Sauerstoff aufnimmt wie die Lunge? Nicht ganz. Nicht so sehr aber es gibt eine sehr traurige geschichte über ein junges mädchen das für ein theaterstück mit goldfarbe angemalt wurde und daran starb ich habe die geschichte über die dreharbeiten zu dem james-bond-film golfinger gelesen Anscheinend mussten sie das Modell für diese Szene golden anmalen. Und ich las, dass sie die Hälfte ihres Körpers anmalen und fotografieren mussten, sie abmalen, die Rückseite ihres Körpers anmalen und erneut fotografieren. Ein klares Beispiel dafür, dass man nicht den ganzen Körper bedecken kann, weil er atmet. Er atmet nicht so viel Sauerstoff wie die Lunge, aber er braucht ihn. Er braucht Luft. Barbara, würdest du sagen, dass eine Haut voller Tattoos überall nicht atmen kann? Es ist ein bisschen schwierig, in diesen Bereichen zu atmen. Ja. Barbara, was ist mit Trockenbürsten auf der Haut? Trockenes Bürsten der Haut ist sehr effektiv, weil die oberste Hautschicht tot ist. Die Haut besteht aus mehreren Schichten, aber die oberste Schicht ist abgestorben. Ein Peeling der Haut kann also helfen, diese tote Schicht zu entfernen. In unserer Dampfsauna genießen die Gäste drei heiße Aufgüsse und drei Tauchgänge in den Bächen. Und in der Zwischensauna haben wir einen Behälter mit Bittersalzkristallen, mit denen Sie Ihre Haut beim zweiten Aufguss einreiben. Erstens ist es ein Peeling, das die abgestorbenen Hautschichten ablöst. Zweitens, da Magnesium ein wasserhungriges Molekül ist, wird durch das Auftragen auf die Haut mehr Schweiß abgesondert. Und der dritte Grund ist, dass man bei starkem Schwitzen etwas Magnesium verliert. Wenn man es also auf die Haut aufträgt, nimmt der Körper etwas von diesem Magnesium auf. Manche Menschen, die zu Hause fasten und ihren Körper dazu anregen wollen, mehr abzunehmen oder mehr Abfallstoffe auszuschalten, nehmen abends ein heißes Bad mit Bittersalz und das Bittersalz kann sicherlich helfen, Abfallstoffe auszuschalten. Ja? Barbara! Ist Magnesium auch eine Empfehlung für Menschen mit Fibromyalgie? Das kann sein. Das kann es auf jeden Fall sein. Zur Fibromyalgie gibt es einige Theorien. Einige Theorien gehen von einer Ansammlung von Abfallstoffen im Gewebe aus, andere von Pilzbefall im Gewebe. Ja? Barbara, einige Leute empfehlen den Verzehr von Seetang, und sie haben erwähnt, dass Schwermetalle in diesen Teil gelangen. Sie haben auch von Plastik gesprochen. Das mit den Algen ist eine unbekannte. Ich habe Zweifel, auch bei Braunalgen. Denn heutzutage gibt es kaum noch einen Teil unserer Meere, der nicht verschmutzt ist. Das ist wahr, aber es gibt weniger Verschmutzung und die Wellen können das Wasser reinigen. In keltischem Salz oder in Meersalzen findet man also keine Chemikalien, aber man findet sie mit Sicherheit in Meereslebewesen, in Fischen und möglicherweise in Algen. Wenn Sie also Seetang kaufen, sollten Sie auf biologischen Seetang achten. Das bedeutet, dass sie in einem relativ sicheren Gebiet geerntet und hoffentlich sogar getestet wurden, um festzustellen, ob sie frei von Chemikalien sind. Die höchste Konzentration von Chemikalien findet man jedoch in Meereslebewesen. Die Sauger ihres Meeres sind also vor allem die Austern, die Krebse, die Hummer und die Krabben. Sie nehmen es mit Sicherheit auf. Und sie wissen, dass die Bibel sie ohnehin als unrein betrachtet und wir sie nicht essen sollten. Barbara. Was den Schimmel in Lebensmitteln betrifft, ist das bei allen Lebensmitteln gleich, wie bei Brot, wie wäre es mit einer Karotte, die manchmal einen schwarzen Fleck bekommt, und sollte ich die ganze Karotte wegwerfen, auch wenn der Rest gut aussieht? Ja, ich verstehe, dass es schwierig ist, vor allem wenn man den Kürbis angebaut hat und nur ein kleiner Teil verschimmelt ist, aber das Ideal ist, alles wegzuwerfen. Barbara, welches Brot ist besser? Nun, Sauerteigbrot, weil da kein Schimmel drauf ist. In Sauerteigbrot gibt es eine Kombination aus wilden Hefen und Lactobacillus und der Lactobacillus verzerrt die wilden Hefen. Deshalb ist Sauerteigbrot das beste Brot. Barbara, es ist also schlecht, wenn noch ein bisschen Schimmel dran ist. Ja, es ist am besten, es wegzuwerfen, wenn man noch Spuren davon sieht. Barbara, Ellen White hat sich auch dazu geäußert. Wir haben ein Sprichwort: Wenn du Zweifel hast, wirf es weg. Wirf es weg. Es ist ein guter Kompost. Ist es das? Barbara, du hast über Brei gesprochen. Wir haben die Angewohnheit, eine große Portion Bohnen zu kochen und sie im Kühlschrank aufzubewahren. So essen wir etwa zwei oder dreimal pro Woche Bohnen zum Frühstück. Hat das irgendwelche Vorteile? Eigentlich nicht. Barbara, was ist mit den Sprossen? Mit Sprossen müssen wir sehr vorsichtig sein, denn sie können sehr leicht schimmeln, weil sie in einer sehr feuchten Umgebung stehen. Ein Freund von mir gibt immer ein wenig kolloidales Silber in das Wasser, mit dem er seine Sprossen wäscht. Eines Tages besuchte ich ein Seminar, und der Referent hatte Sprossen dabei, die er in verschiedenen Geschäften und Supermärkten gekauft hatte. Sie wurden alle positiv auf Schimmel getestet. Sie werden vielleicht sagen, aber ich habe sie doch selbst gekeimt. Nun, es kann auch Schimmel entstehen, wenn man sie zu Hause keimen lässt. Wenn sie keimen, sollten Sie sie viermal am Tag waschen. Und im Sommer sollten die Keimlinge idealerweise im Kühlschrank aufbewahrt werden, da die warme Feuchtigkeit sie schimmeln lassen kann. Eine kleine Information für Sie, die ich aus dem Ernährungsalmanach habe. Der Nährwertalmanach ist ein Buch, in dem man nachlesen kann, was in den einzelnen Lebensmitteln enthalten ist. Etwa alle vier oder fünf Jahre wird eine neue Ausgabe herausgegeben. Eine Tasse gekochte Linsen enthält 15 Gramm Eiweiß. Eine Tasse Linsensprossen enthält 6,5 Gramm Eiweiß. Wenn man die Hülsenfrucht sprossen lässt, Setzt man sie also wieder in eine Pflanze ein. Man senkt also den Proteingehalt. Ich habe gehört, dass die Befürworter der Rohkost sagen, essen Sie lieber die Sprossen als die gekochten, dann haben Sie mehr Eiweiß. Aber das stimmt nicht wirklich. Du bekommst mehr Mineralien und ein paar mehr Vitamine, weil du wieder eine Pflanze bist. Aber was das Eiweiß betrifft, so erhalten Sie mehr Eiweiß aus gekochten Hülsenfrüchten. Stimmt das? Barbara, wir haben vorhin über Krebs und Krebsprogramme und Krebsempfehlungen gesprochen. Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Krebsarten, zum Beispiel zwischen Lungenkrebs und Blutkrebs? Ja, das hängt von der jeweiligen Krebsart ab. Wenn also jemand Brustkrebs hat, ist es sehr wichtig, die Hormone auszugleichen. Das gleiche gilt für Prostatakrebs und bei Brustkrebs gibt es vielleicht einige Umschläge und spezielle Behandlungen, die dafür eingesetzt werden können. Sie haben also recht, das kann variieren. Aber bei Lungenkrebs empfehlen wir, einen Teelöffel Backpulver mit einer Tasse Wasser zu mischen und eine Sprühflasche zu nehmen. Sprühen Sie es auf und atmen Sie es ein. Denn denken Sie daran, wo immer Sie Backpulver anrühren, gibt es dem Krebs eine Welle der Alkalität, und Krebs liebt eine saure Umgebung. Und das können Sie ein wenig beherrschen. Aber siehst du, wie einfach das ist. So einfach. Und im Falle von Lungenkrebs ist Ölziehen wichtig, um die Abfallstoffe aus der Lunge zu lösen. Auch verschiedene Umschläge. Sie haben also recht, verschiedene Krebsarten erfordern leicht unterschiedliche Dinge. Aber der einzige gemeinsame Nenner ist das, was ich Ihnen bereits gesagt habe. Man muss den Zucker reduzieren, den Glukosespiegel senken, das Gewebe alkalieren und den Sauerstoffgehalt erhöhen. Ja? Barbara, in welchem Verhältnis sollen wir das Natron und das Wasser mischen? Ein Teelöffel Backpulver auf eine Tasse Wasser. Barbara, Sie sprachen von einem antibiotischen Getränk. Was war da drin? Das sagten Sie sehr schnell. Ja, ich habe es schnell gesagt. Ich habe es schnell gesagt, weil wir es uns genauer ansehen werden wenn wir uns die anderen ansehen. Ich schreibe es auf, falls jemand es heute braucht. Ich merke sie mir immer, weil ich weiß, dass sie sechs Zutaten enthält. Ingwer und Knoblauch, Zitrone und Cayenne-Pfeffer und Honig und ein kleiner Tropfen Eukalyptusöl. Eine Dame sagte zu mir, Barbara, aber auf dem Etikett steht doch, dass man kein Eukalyptusöl nehmen soll. Ich sagte, wir empfehlen Ihnen nicht, eine halbe Tasse zu trinken. Wissen Sie, das ist der gesunde Menschenverstand. Man braucht nur einen Tropfen. Und wissen Sie, warum Sie das sagen? Weil ich mich noch gut an das Jahr 1976 erinnere. Mein erstes Baby wurde geboren. Und ich hörte als kleiner Junge in Tasmanien Radio, kennen Sie Tasmanien? Das ist die kleine Insel am Ende von Australien. Sie wird als einer der Staaten betrachtet. Ein kleiner Junge trank Eukalyptusöl und fiel in ein Koma. Dann haben sie Eukalyptusöl verboten. Wie viele Menschen sterben wegen Alkohol? Und er wurde nicht verboten? Jedenfalls war die Aufregung so groß, dass es schließlich legalisiert wurde. Aber jede Flasche Eukalyptusöl ist mit einem Warnhinweis versehen, nicht für den menschlichen Verzehr, und sie sind mit speziellen Verschlüssen versehen, die Kinder nicht öffnen können. Der Grund dafür ist der Fall dieses Kindes. Er ist nicht gestorben, aber er ist ins Koma gefallen. Und der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass man so etwas nicht trinken sollte. Daran denke ich immer. Warum? Warum verbieten Sie nicht den Alkohol, wo Sie doch so viel Geld damit verdienen? Und wissen Sie, dass in Australien, als die Schließung stattfand und nur die wesentlichen Dienstleistungen geöffnet wurden, wissen Sie, was Sie als wesentliche Dienstleistung betrachteten? Alkoholläden. Und trotzdem mussten die Kirchen schließen. Ich halte Kirchen für unverzichtbar. Barbara, ich habe eine Frage zu Pilzen. Sie sagten dass es bei einigen Pilzarten zehn Jahre dauern kann, bis sie verschwinden. Was macht sie so widerstandsfähig? Nun, der Grund, warum sie zehn Jahre im Körper bleiben, ist, dass sie sich gut ernähren. Davon hängt eine Menge ab. Wenn man mich also fragt, wie lange es dauern wird, sage ich, das kommt darauf an. Und ich sage, nun, das kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie chronisch der Zustand ist. Es kommt darauf an, wie lange sie schon besteht. Es hängt davon ab, wie fleißig die Person ist, das zu tun, was getan werden muss, um sie zu beseitigen. Ich erzähle Ihnen also eine Geschichte. Und diese Geschichte war eine wahre Geschichte, denn eine meiner Töchter erkannte die Frau eines Mannes, dem das passiert ist. Es geschah in Queensland, New South Wales. Dort gab es ein Silo, in dem Getreide gelagert wurde. Und das Innere des Silos war weiß, weil es einen Wasserschorten gab. Was ist das Weiße? Das ist Schimmel. Diese drei Männer wurden also beauftragt, hineinzugehen und die Wände des Silos zu reinigen. Sie öffneten also die Tür und sahen sich um. Zwei der Männer sagten: Gut, dann holen wir uns mal Schutzkleidung dafür. Und der dritte Mann sagte: Hey, wir brauchen keine Schutzkleidung. Und er nahm eine Schaufel und begann, den Schimmel, der die Wand des Silos bedeckte, abzuschälen. Nach etwa 10 oder 15 Minuten kamen die beiden anderen Männer zurück und sahen aus, als würden sie gleich zum Mars reisen. Sie erkannten, wie giftig es sein konnte. Als sie die Tür öffneten, lag ihr Freund auf dem Boden. Sie rannten zu ihm. Er war tot. Während er die Schimmelschichten entfernte, atmete er den Schimmel ein, nahm ihn über die Haut auf, und schon bald war sein ganzer Körper damit bedeckt, und er erlitt einen anaphylaktischen Schock weil er so giftig war und starb. Und diese Geschichte stand in der Zeitung. Aus diesem Grund habe ich das Buch Self-Hierling bei Design geschrieben. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, wie giftig Schimmel ist. Barbara, der Schimmel war also trocken. Wenn man ihn abkratzt, bildet sich eine große Ansammlung und dann ist er natürlich überall. Das Schlimmste, was man zum Reinigen von Schimmel verwenden kann, ist Bleichmittel. Denn wenn Bleichmittel und Schimmel zusammenkommen, entsteht ein sehr giftiges Gemisch. Meine Tochter erzählte mir von einem Zeitungsartikel in den Vereinigten Staaten, in dem eine Frau ein verschimmeltes Badezimmer betrat, in dem alle Fenster und Türen geschlossen waren, und dass sie vom Schimmel befreite, und man fand sie tot auf. Die meisten Menschen reinigen Schimmel mit Bleichmittel. Aber sie verwenden nur eine kleine Menge und lassen die Fenster offen. Womit kann man also Schimmel reinigen? Essig und Backpulver töten ihn sehr effektiv ab. Man reinigt ihn also mit Essig und Backpulver. Und dann geht man rein, wenn es sauber ist. Aber wenn es schlimm genug ist, geht man mit einer Maske hinein, denn das Zeug ist sehr giftig, sprüht den ganzen Bereich mit Essig ein und kommt sofort wieder heraus. Aber wenn man sofort sprüht und aufräumt, werden die Sporen in der Luft verteilt und man ist ihnen ausgesetzt. Wischen Sie dann den gesamten Bereich mit einem feuchten Tuch ab, in das Sie ein paar Tropfen ätherisches Nelkenöl geben, das ein sehr starkes Antimikotikum ist. Rufen Sie dann den Bauunternehmer oder den Klempner an, um herauszufinden, warum es dort war, es sei denn, die Wohnung war sechs Monate lang sehr feucht und geschlossen, dann ist es offensichtlich, warum es dort ist. Barbara, Essig und Backpulver, würdest du sie zusammen verwenden, neutralisieren sie sich nicht gegenseitig? Na ja, man bekommt diese tolle Reaktion. Und mit dem ganzen Blubbern kann man es sauber machen. Oh ja, aber normalerweise kann man sie auch getrennt verwenden, ja. Das ist eine tolle Art, die Zähne zu putzen. Man nimmt einfach eine kleine Schüssel mit Backpulver, taucht die Zahnbürste hinein und putzt. Wusstest du eigentlich, dass Zahnpasta kreidig ist? Sie besteht hauptsächlich aus Backpulver. Und wenn du einen besseren Geschmack haben willst, mit Minze, gib einfach einen Tropfen Pfefferminzöl darauf. Ja, Barbara, wenn man eine Candy-Dose -E hat, sollte man auch kein Brot essen? Man kann Sauerteigbrot essen, aber kein Hefebrot, weil die Hefe sie ernährt. Wenn also jemand ein Hefeproblem hat, müssen alle Hefen, traditionelle Hefe, Bierhefe, wir genieten Bäckerhefe, alle Hefen weg. Bierhefe, oh, verwenden Sie niemals Bierhefe. Hefe kann man nicht abtöten.